Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um I Still Believe, eine neue Drama-Romanze, die aber auf wahren Ereignissen von Jeremy Camp basiert, einem bekannten amerikanischen Musiker. Was der Film genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Egal was geschieht, egal wo uns das hinführt, ich bin bei dir. Bei jedem Schritt, jedem Moment, ich bin immer bei dir, immer. Ich lasse dich keine Sekunde allein. Wir sind Ende der 90er Jahre. Jeremy geht von Indiana nach Kalifornien aufs College, um dort seine Musikkarriere weiter vorantreiben zu können. Und er ist sozusagen mit einer Gabe gesegnet, so wird es hier erzählt. Und dort trifft er eben relativ schnell auch auf Melissa und ja, er möchte sie eigentlich unbedingt erobern sozusagen. Und das stellt sich erstmal ein bisschen schwieriger heraus, doch ja, mit der Zeit funktioniert es dann schon. Und wie sich dann allerdings rausstellt, als die beiden dann ein Paar sind, hat sie eine schwere Krankheit und ja, er versucht sie bestmöglich zu unterstützen und ja, sozusagen diese Krankheit eventuell vielleicht auch zu überstehen. Darum geht's in diesem Film und das Ganze ist eigentlich eine Geschichte, die man schon tausendmal gehört hat, so in verschiedenen Drama-Romanzen. Midnight Sun ist so das beste Beispiel dafür, der auch ein bisschen besser geworden ist als der hier, weil dieser Film hier hat eine wichtige Komponente, nämlich diese Christlichkeit, dass dieser Film immer wieder auf Gott kommt. Gott hat sie geheilt oder Gott heilt sie oder hilft ihr dabei oder Gott hat ihr gesagt, dass er der Richtige ist und lauter so Zeug. Das kommt da immer wieder durch und mich hat es persönlich immer wieder ein bisschen gestört, weil es einem so richtig aufs Auge gedrückt wird, weil die dann auch teilweise in Radioshows gehen und reden, Gott hat sie geheilt und so und das, ne? Also dementsprechend, das ist an vielen Stellen ein bisschen zu drüber. Dazu kommt noch, dass man in der ersten Dreiviertelstunde es super schnell geht, muss man sagen. Also zack, 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 zack von den Ereignissen, wie die sich kennenlernen und das und das und das. Und dann braucht der Film aber noch eine Stunde, um das Ganze so nach und nach zum Ende zu bringen. Und da wird es dann träge. Am Anfang kommt es einem viel zu schnell vor und am Ende wird es viel zu träge und langsam. Weil das Problem ist, dass dieser Film halt einfach zu viel in dieser kurzen Zeit erzählen will. So kommt es einem auf jeden Fall vor. Und deshalb ist es an vielen Stellen einfach ja, nicht so wirklich mitreißend und emotional, wie man sich's wünscht. Der Film ist schon oftmals ja, traurig und hat auch gute emotionale Momente. Aber durch die Geschwindigkeit wird das abgeschwächt. So insgesamt ist es eine nette Geschichte, die auch locker 20 Minuten von der Laufzeit hätte dann am Ende kürzer sein können, weil man einfach nicht so viel unbedingt hätte mit reinbringen können oder müssen. Dementsprechend storytechnisch ist das okay, aber nicht überragend 3 von 5 Punkten. Schauspielerisch muss man sagen, sind die Schauspieler eigentlich alle zwischen 5 und 10 Jahre zu alt für ihre Rollen. Vorne mit dabei natürlich Britt Robertson, die ist sehr, sehr gut und ich vermute, sie wurde auch gecastet, weil sie diese emotionalen, starken Momente richtig gut rüberbringt, weil die einfach eine gute Schauspielerin ist, aber nicht so wirklich nach der Originalfigur aussieht. Genauso wie KJ Apa, der sieht auch eher aus wie so ein Sunny Boy und passt so gar nicht zur Originalfigur. Das sieht man insgesamt schon so, muss man sagen, dass die Figuren null aussehen wie die Originale und da ist dann die Frage, mussten die dann unbedingt dieses Sunny Boy Sommer Love Geschichte Ding draus machen, weil die Schauspieler zwar gut sind, aber null zum Original passen. Weil das Original ist halt so ein bisschen, ja, konservativ christlich, würde ich mal sagen. Das sind halt eher so kalifornische Sunny Boys, die da rumlaufen. Und deswegen passt das leider so gar nicht an der Stelle. Trotzdem ist es emotional natürlich gut gespielt, auch wenn Britt Robertson definitiv bessere Momente hat und auch besser vom Schauspiel ist als KJ Apa. Dementsprechend an der Stelle 3 von 5 Punkten ist okay. Technisch sieht der Film ganz schön aus. Er hat ein paar schöne Nacht- oder Sternenmomente, weil es ein wichtiger Teil in der Geschichte ist. So insgesamt macht der Film einen guten Eindruck. Er ist vor allem er ist sehr musiklastig und er hat halt viel Originalmusik drin, die jetzt so eigentlich gar nicht mein Style ist, muss ich wirklich sagen. Und mich dann auf Dauer ein bisschen genervt hat, aber wenn man sich darauf einlässt, geht das vielleicht dementsprechend technisch okay, 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt zu meinem Fazit und ich muss sagen, I Still Believe war ein Film, wo ich mir eigentlich eine sehr schöne Drama-Romanze erhofft habe, die dann leider umgeschwungen ist in das Ding mit Krankheit und so, dass man schon tausendmal gehört und gesehen hat und es einfach zu viel ist. Ich weiß nicht, ob man diesen Film unbedingt gebraucht hätte, weil wir andere Filme haben in dem Metier, die besser sind und dementsprechend ist es insgesamt von der Geschichte her okay, mitreißend an manchen Stellen, aber das Christliche hat mich an der Stelle zu oft gestört oder rausgerissen und war auch ein bisschen zu drüber.
Das Schauspiel ist auch okay bis gut. Dementsprechend insgesamt 3 von 5 Punkten Empfehlung fürs Kino. Kann man sich jetzt im Sommer so als Romanze schon mal angucken, muss man allerdings nicht. Dementsprechend insgesamt dann auch eine Wertung von 12 von 20 Punkten, ist ein okayer Film halt geworden und kein guter Film. Midnight Sun fand ich da definitiv besser. Also wenn man sich entscheiden muss für so eine Art von Film, dann würde ich eher zu Midnight Sun gehen. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.